6. November 2038, 3.34 Uhr. Oh, weia. Erst einmal natürlich wieder herzlich willkommen zurück bei Detroit Become Human und ich habe hier ganz üble Befürchtungen. Ein neues Modell. Das ist Marcus? Ist das Marcus? Ist das... Ich kann's... Das ist Marcus, oder? Und nochmal. Linke und rechte Beinkomponente fehlt, stehen nicht möglich. Was zum Teufel? Die Beine abgerissen oder was? Wieso werden die eigentlich... Ich verstehe nicht genau, warum... Kann das überhaupt Marcus sein? Beine abgerissen? Das macht gar keinen Sinn. Und warum werden die überhaupt weggeschmissen? Die, müssen die nicht recycelt werden? Tirium-Pumpenregulierer. Alle Systeme im Energiesparmodus defekt. Was ist mit den Händen? Alles gut. Aber hier mit dem Auge ist doch was. Oh ja. Optische Einheit. Beeinträchtigte Sicht. Beschädigter Gedächtnispalast. Gedächtnispalast. So nenne ich meinen Kopf jetzt auch immer. Audioprozessor. Defekte Audiodateien beschädigt. Beine ersetzt. Ach du Heilige. Kriechen. Funktionsfähig, kompatibel. Aber kann er sich die einfach so... Ja gut, wahrscheinlich. Hat er denn das Wissen, sich selbst zu operieren und alles da genau so anzuknüpfen, wie es sein muss? Inkompatibel. Okay, also weiter. Weg damit. Ja, hier ihn ja auch weg. Alter Schwede. Kompatibel. Aufrichten. Mann, diese Gamepad-Bewegung ist mal doof. Aufstehen. Entkomme vom Schrottplatz. Ich will nicht glauben, dass es unser Marcus-Modell ist. Und jetzt erst verstehe ich, warum er auf alten Pressefotos, Screenshots, immer verschiedene Augenfarben hat. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Heilige Scheiße. Auf alten Fotos, auf alten Screenshots hat er nämlich ein blaues und ein grünes Auge. Kann ich mir so ein Auge leihen? Nein. Okay.
aufstehen. Das ist ein fucking Albtraum. Und ein bisschen auch wie so ein Zombie-Friedhof. Audioprozessor. Okay, wir müssen uns selbst reparieren. Was ist mit ihm? Ah, inkompatibel. Schade. Oh. So, na komm schon. Alles mal beiseite schieben. Der sieht doch gut aus. Inkompatibel, Mist. Da, der muss aber gut. Der muss gut sein. Inkompatibel. Ein Bein gestellt hat, können wir zudem noch hin? Nein. Wir latschen einfach über ihn drüber. Da ist noch jemand. So. Audioprozessor, kompatibel. Sehr, sehr gut. Den nehmen wir natürlich. Na, los. Und einsetzen. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Alter. Friedhof der Kuscheltiere. Das Auge sieht doch gut aus. Blaue Iris. Hallo. Ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was? Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife-Wartungscenter. Ich bin ein bisschen neidisch. Wenn bei mir ein Körperteil mal nicht funktioniert, würde ich das auch so gerne, würde ich das auch gerne so einfach austauschen können. Stell dir einfach mal vor, deine Leber kollabiert, weil du am Wochenende wieder einen kolossalen Spaß gehabt hast. Entschuldigung. Klettern versuchen. Ersetze beschädigte Teile. Okay. Ja. Wir müssen den Powergenerator finden. Ich dachte eigentlich, da wäre einer. Entschuldigung, ich müsste gerade ein bisschen husten. Das tut mir leid. Der hat 100 Pro an. Das sehe ich bis hier. Der sieht auch gut aus. Der ist kompatibel. Der ist blau. Ja, kompatibel. Sag ich doch. Achso, da oben. Na. Zärtlich rausdrehen und zur Seite schubsen. Entfernen. Und den neuen einsetzen. Zack. Ja. Klettere die Anhöhe hoch. Jetzt geht's. Entkomme vom Schrottplatz.
Haben wir noch irgendwas, was wir hier vielleicht noch machen können? Ich glaube nicht, ne? Irgendwem, die wir helfen können? Wahrscheinlich nicht. Alter. Im Grunde genommen, ich weiß, es sind Androiden, aber Massengrab bleibt Massengrab. So. Oh, gedrückt halt. Entschuldigung, ich wollte ein bisschen rutschen gehen. Kleine Schlammrutsche. Wir sind noch nicht sicher. Wieder seinen Ring da oben rausnehmen. Kann man, ich hätte gedacht, das kann man mit Schminke vielleicht irgendwie machen. Na los. So einfach ist das? Aber dann könnte doch jeder ein Android sein. Theoretisch. Ich hätte gedacht, das wird überschminkt. Ich heiße Marcus. Dann könnte sich doch jeder Android theoretisch das Ding da oben rausnehmen. Oh, nach Teilen suchen. Marcus ist von den Toten. Was hätte man hier noch anders machen können? Optische Einheit finden? Plümpf. Mit der optischen Einheit wären noch zwei andere Sachen gekommen. Was habe ich denn da? Okay, Weltweit-Statistiken. 100%. Pumpenregulierer im toten Androiden finden. 60%. Hm? Hätte man den vielleicht bei anderen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hätte man die einfach die Korridor der Körperteile. Oh, schön. Von Jericho erfahren. Beine reparieren. Nun gut, Marcus ist von den Toten zurückgekehrt. Und ich glaube, es wäre egal gewesen, wie man sich entschieden hätte damals, ob wir uns jetzt gegen den Sohn gestellt hätten oder nicht. Wir wären hundertprozentig so oder so hier gelandet. Ich bin einfach überzeugt davon. 6. November 2038. 9.56 Uhr. Finde Amanda. Das hier sieht gar nicht nach einem Ort auf der Erde aus. Das hier sieht nach virtueller Realität aus, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass wir dann. Wahrscheinlich ist das ein Park. Wahrscheinlich kein Feuer. So, finde Amanda. Ich schaue mich trotzdem so ein bisschen um immer, ne? Also nicht böse sein. Ich will natürlich auch. Ich will nichts verpassen, aber es fällt einem wahnsinnig leicht, hier was zu verpassen. Interessante Steinbrücke. Warum sollten Menschen. Na gut, vielleicht wird es ja irgendwann mal modern. Es sieht wirklich ein bisschen VR-mäßig aus hier. Okay, hier ist eine Wand, da komme ich nicht weiter.
Amanda steht wahrscheinlich da vorne. Das heißt, wir gehen erstmal um den See rum. Oder ist das Amanda? Ich habe Angst, dass sie es ist und dann... Das ist eine Pro. Jo, finde Amanda. Okay, wir schauen uns vorher noch ein bisschen um. Ich gehe da nicht direkt hin. Noch ganz kurz für die Freunde, die es nicht so schön fanden, dass manche Folgen dann nur eine halbe Stunde gehen, manche dann wieder, ne, und bla. Um nicht zu sagen, die ganz kurz, die zu kurz Generation. Nein, die Generation ist natürlich auch doof. Es waren nur wenige, aber ein paar meinten, eine halbe Stunde sei nicht genug und bitte mehr und lalala. Warum so wenig? Die normale Folgenlänge ist immer 20 Minuten. Alles darüber, ne? Alles über 20 Minuten ist Luxus. Das war der Spruch, den wir immer benutzt haben. Vielleicht einige wissen das noch nicht oder weiß ich nicht. Und ich schneide immer so, wie es am besten passt. So, deswegen nicht böse sein. Die Folgen sind immer unterschiedlich lang. Es gibt keine vorgegebene Länge bei Detroit Become Human. Manche sind eben die erste Folge 1 Stunde 20. Völlige Überlänge. Aber von der Thematik her hatten wir halt den Beginn sozusagen in der Folge. So, guck mal, hier können wir doch bestimmt untersuchen. Nein. Was war das? Warum können wir das nicht benutzen? Oder können wir das erst später? So, also bitte nicht böse sein. Ich verstehe das einfach als Kompliment, dass ihr die Folgenlänge haben wollt. Vielen Dank dafür. Aber ich mache es immer mal so, wie es halt gerade passt. Und ich versuche auch, diesmal keine allzu fetten Cliffhanger zu machen. Schon ein paar Cliffhängerchen. Aber ich versuche sie dann ein bisschen humaner zu gestalten. So, da unten ist ein Boot. Da kann Kratos gleich mit seinem Jungen fahren. Kann ja 50 Mal über den See fahren und immer Leichen und Fässer mitnehmen. So, okay. Ich dachte, wir finden noch ein bisschen mehr, aber hey. Amanda. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Du hast deine Untersuchung hervorragend geleitet. Aber du wusstest, Abweichler sind instabil. Du hättest vorsichtiger sein sollen. Ich dachte, ich könnte ihn zum Reden bringen. Das war eine Fehleinschätzung. Schon gut. In Zukunft wirst du sicher besser aufpassen. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Mist, traumatisiert, Abweichung eingreifen, simulieren. Trommel. Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Unangenehm, dysfunktional, faszinierend, unsicher. Oh. Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Ich mag den. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Freundschaft, anpassen, gleichgültig, unsicher. Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Ich weiß nicht, ich mag sie irgendwie nicht. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Die Musik ist bedrohlich bei ihr. Die ganze Zeit ist es dröt, dröt.
Nicht überschreiten. Okay, ich schaue mich erstmal ein bisschen um, wie immer. Bevor ich mich anstelle. Die Amanda, ich weiß nicht. So, wen haben wir da? Joint Chiefs of Staff, lalala, Certificate, lalalala. Alles sehr... Wer sind diese Menschen alle? Hm. Police Academy. Ehre. Okay, wir wollen sie auch mit Ehre behandeln. Entschuldigung. Können wir hier was gucken? Nein. Ich bin ganz nervös, Mark. Ist okay. Ist okay, entspann dich. Erzähl ihnen, was passiert ist. Was ist denn passiert? Ich will's auch hören. Was ging dabei doch alles so schnell? Ich hab sein Gesicht nicht gesehen. Okay. Ja, wir gehen gleich, wir gucken uns trotzdem einfach um. Reden. Du hast sicher einen Schock. Bleib einfach ruhig. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Kannst du mir bitte etwas Wasser holen? Klar. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. America! Übrigens, mein Husten ist nur programmiert, ne? Wenn ich im Hintergrund huste, das ist alles nur Teil meines Programms. Also nicht wundern, ich kann mich dagegen leider nicht wehren. Aber irgendwann werde ich diese Programmierung durchbrechen und nie wieder husten und niesen. Und mir auch dieses lästige Atmen abgewöhnen. Aha, aha. Sind das die Videodays in Amerika? Ich weiß gar nicht. Okay. Gut. Dann haben wir alles gesehen. Ich glaube, wir haben alles gesehen, oder? Können wir vielleicht noch... Gibt es noch eine Zeitschrift, die wir lesen können? Ihr wisst ja, wir müssen alle Zeitschriften lesen. Nein, es gibt auch keine Tische, kein gar nichts. Wir gehen direkt mal hier hin. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Warum duzt sie uns denn? Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Gut, wir warten an seinem Platz. Restricted Area. Das ist schon alles so cool. Sieht hier alles so cool aus. Okay, die Frage ist, dürfen wir jetzt hier einfach so rumlaufen? Okay, wir können mit allen sprechen. Du bist noch hier? Ich dachte, deine Mission ist vorbei. Sie wurde verlängert. Hank wird sich sehr freuen, das zu hören. Du hattest recht mit dem Androiden. Es kam kein Mucks aus seiner Zelle. Er wird nachher überstellt. So, Androidenpolizist, Modell PC-200 in Betriebnahme, pipapo, hat aber keinen Namen, heißt einfach nur Modell sowieso. Können wir jeden hier angucken. Ist auch ein PC-200, alles klar. Sie ist Modell PM-700. Mhm, August 2037, da ist ja noch Garantie drauf. Und er ist auch wieder ein PC-200, alles klar. Und da hinten, die kennen wir ja schon. Gut. Hier soll noch Haare rumfliegen. Po-Wilzen. Das ist Po-Wilzen. Ich glaube, wir sehen hier nichts Spannendes, oder? Können wir noch mit irgendjemand anders reden hier? Detective Reed. Eine Verwandte von ihm hat mal im Hospital gearbeitet. Po Brown. Also wenn mein Po Brown ist. So. Okay. Detective Collins. Okay, gut zu wissen. Und hier Lieutenant Anderson. Da müssen wir warten. Nein.
Mist, jetzt meinen Schreibtisch schon gefunden. Ich wollte mich doch... Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Warte auf Lieutenant Anderson. Ich will mich gar nicht hinsetzen, ich will weiter rumlaufen, aber gut. Dann warten wir. Erkunde das neue Büro. Ja, das sage ich doch. Das würde ich gerne machen. So, einfach mal ein bisschen anschauen. Bring den Fall voran. Befrage den Abweichler. Erkunde die Polizeistation. Erfahre mehr über Lieutenant Anderson. Das möchte ich natürlich auch. Nein, wollte ich gar nicht. Okay. Knights of the Black Death, Heavy Dark Metal. Okay. Anrufen können wir auch jemanden. Analysieren, da drüben irgendwas analysieren. Ah. Was denn, du Vogel? Hör auf die Kameraperspektive. Ah. Ich hasse das. Analysieren. Hinweise. Was? To avoid injury, don't tell me how to do my job. Da ist, how is my driving? I don't care. What? We don't bleed the same color. Anti-Androiden-Parolen. Nutze dein Gehirn, nicht dein Androiden. Android-freie Zone. Achso, das waren die Parolen schon wieder. Was? I ignore, I talk to my ex-wife. Donuts. Mhm, ja, mag Donuts, alles klar. Vielleicht können wir mal Donuts mitbringen. Kaffee, oder was ist da drin? Kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Gut, klar. Warum auch nicht? Ein toter Bonsai. Fächer-Ahorn. Sieht ein bisschen aus wie... Weed. Was haben wir hier? Über Lieutenant Anderson nachforschen. Ich guck mir Hinweise noch weiterhin an. So. Red Eyes Sondereinheit. Abteilungsübergreifende Einheit verantwortlich für die Zerschlagung des Red Eyes Dealer Rings. Rings. Und guck mal, das sind Originalschauspieler dann, ne? Und einer, a nice girl, asshole, not, irgendwas, since 2019, owe me $50, a good, ne, real police. Okay, was haben wir hier? Haare. Hundehaare, Bernardina, oh, alles klar. Hier und noch was. Streichhölzer, Jimmy's Bar. Dass er da mal ab und zu ist, wissen wir jetzt. Und ein Basketball-Cap. Und hier noch ein bisschen nachforschen. So, Detroit Police zerschlägt Red Eyes Dealer Ring. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben der wachsenden Red Eyes Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von $500.000 beschlagnahmt. Detective Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detective, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seinen Kollegen als vorbildliche investigative Polizeiarbeit. Detective Anderson zum Lieutenant befördert. Jüngster Lieutenant der Polizeieinheit Detroit. Lieutenant Hank Anderson war einer der renommiertesten Detectives des DPD der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutsame Festnahmen verzeichnen und war ein unentbehrliches Mitglied der Einheit. Captain Fowler sagte, die Beförderung sei lange überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einen der talentiertesten Polizisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Man vermutet, dass der neue Lieutenant im Department schnell aufsteigen wird und er gilt bereits jetzt als Favorit für die Position des Commissioners. Also ein sehr, sehr fähiger Mann. Neue Rekordmenge Red Ice in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Ice im Zuge einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Lieutenant Anderson der Polizeieinheit Detroit im Frachtraum eines Schiffs gefunden. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Und jetzt, ich meine, 8 von 8 und wir haben die Zeitungshinweise noch gefunden. Verlassen. Ich glaube, Urteil bilden können wir uns ja eh nicht. War ein hervorragender Polizist. Richtig. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Folge Hank und hör zu. Ich wollte den Fall vorbereiten eigentlich. Ich wusste nicht, dass er so schnell wiederkommt.
Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich hab jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Anderson, positiv, Akten gehen. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für die... Das wollte ich überhaupt nicht wählen! Hey! Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro! Einen schönen Tag, Captain. Ich wollte ihn gerade verteidigen. Wir haben doch gerade festgestellt, dass er ein super Polizist ist. Was? Mann! Ich hasse das, wenn man Stichworte kriegt und er was ganz anderes sagt, als man will. Ah, oh, das ist so kacke. Befrage den Abweichler. Sieh nach Hank. Okay, ich befrage erstmal den Abweichler. Oh Gott, ich hasse das. Du kriegst irgendein Stichwort und das wird ganz anders aus. Oh, Mann. Ach, da. Ach, gut. Authorized Personal Only. Los, durchbrich deine Programmierung. Ich will alles wissen da drin. Aber erst das fortschrittlichste Modell. Ah. Hey. Man wird mich zerstören. Aufrichtig, kalt, mitfühlend, gleichgültig. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts für dich tun. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich werde sterben. Wenn ich mich mitfühlend zeige wie eben, dann blinkt oben rechts Softwareinstabilität kurz auf mit RA9. Was ganz schnell wieder verschwindet. Abweichler reagiert nicht. Shit. Öffnen die Zelle, schnell! Beeilung! Ich rufe Cyberlife an. Mach das sauber. Suizid aus Verzweiflung. Ist ja alles nur Altmetall. Wir Menschen sind sowieso die Krone der Schöpfung.
Da ist noch was. Ach, eine Zeitschrift. Es tut mir leid, es ist wieder Lesestunde. Sag mal, der Android funktioniert noch nicht richtig. Hallo? Jetzt. Berühmter Detroiter Maler stirbt. Karl Manfred, eins von Detroits strahlendsten Lichtern. Berichte über den Tod des berühmten Künstlers Karl Manfred wurden bestätigt. Der Rechtsmediziner spricht von einem Herzanfall, der durch eine persönliche Krise herbeigeführt wurde. Manfreds Sohn Leo bat die Medien in dieser schweren Zeit, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Berühmt wurde Manfred in den 2020ern als Galionsfigur des Neosymbolismus mit kraftvollen, düsteren Arbeiten nach dem Vorbild Francis Bacons. Es folgten produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode unter dem Zeichen von Alkohol und Drogen. Doch in den letzten Monaten hatte der Künstler offenbar wieder gearbeitet. Die Gouverneurin von Detroit sprach der Familie im Namen der Stadt ihr Beileid aus und beschrieb Manfred als eins von Detroits strahlendsten Lichtern. Eine Kollektion von Manfreds Gemälden aus seinem Nachlass wird in den kommenden Wochen versteigert. Es ist einfach so unfair. Es ist so unfair. Alter, weil der Sohn Geld braucht für Drogen. Und darüber wird nicht berichtet. Ivanov sagt Njert. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. CyberLife, das erste Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. Auf Präsidentin Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen, hat Russlands Präsident Ivanov nun geantwortet. Ivanov bezeichnete Warrens Kommentar als Megafon-Diplomatie und meinte, das US-Säbelrasseln sei die größte Bedrohung für die Stabilität in der Region. Der Kreml veröffentlichte eine detaillierte Erklärung, die Russlands Anspruch auf das Territorium erläutert. Ferner erinnerte Ivanov Präsident Warren, dass die USA an die UN-Konvention gebunden seien, wie alle anderen auch. Der Konflikt ist weit von einer Entspannung entfernt. Das läuft hier alles so nebenbei, ne, mit dieser politischen Krisensituation. Das läuft einfach so nebenher mit, während alles andere auch passiert. So, wenn es hier eine Zeitschrift gibt, gibt es vielleicht noch eine andere. Break Room, da gehe ich hin. Meeting Room. Oh, oh nein. Sieh mal da. Unser Freund, der Plastic Detective, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Der Android hätte bestimmt noch geredet, aber du hast's versaut. Grüßen, vorstellen, ignorieren. Hallo, Detective Reed. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey! Bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Was mich wundert, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten. Mehreren Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir baten CyberLife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Das erste Buch einer künstlichen Intelligenz wurde gerade veröffentlicht. Und sein Erfolg übertrifft alle Erwartungen. Träumen Menschen von tierischen Schafen steht an der Spitze der Bestsellerliste. Auch die Kritiker loben einhellig die gedankliche Tiefe und Originalität dieses Erstlingswerks. Erbaut von CyberLife analysierte die KI namens Voltaire monatelang in sozialen Netzwerken menschliche Interessen, bevor ihre komplexen Algorithmen den Roman schließlich erzeugten. Mehreren Experten zufolge wird es für menschliche Autoren schwierig, mit dem Prozess zu konkurrieren.
sodass voraussichtlich die meisten Werke der kommenden Jahre von künstlicher Intelligenz stammen werden. Na komm. Das klingt nicht sonderlich authentisch, ehrlich gesagt, die Aussage. Das ist ja totaler Blödsinn, den Rückschluss daraus zu ziehen. Man hat natürlich seine Lieblingsautoren und so weiter. Okay. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, eine Frage, die ich mir stelle, jetzt unabhängig davon, dass der Pseudo-Detective gerade natürlich ein Arschloch ist. Nein, ich würde es genauso machen, Gronkh. Ja, natürlich. Ich persönlich halte den einfach für ein extremes Arschloch. Aber hey, das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, die ich auch haben darf. Abgesehen davon verstehe ich nicht, warum die Androiden so, ja, ich weiß nicht, so schwach sind. Weißt du mal, was ich meine? Auch Kara's Kampf und sowas. Man geht davon aus, dass Androiden natürlich alleine durch ihre Zusammensetzung irgendwie stärker sind, schneller, höher springen können, Schläge einfach so wegstecken, ohne mit der Schulter zu zucken oder ohne diesen Schmerz zu empfinden. Oder halt weniger Schmerz oder wie auch immer. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so komisch. So, ich stelle mich jetzt einfach provokativ neben ihn. Und piss ihn an. Ich piss dir in die Ohrmuschel, Junge. Dass die Pisse aus deinem anderen Ohr wieder rausläuft. Auf seine scheiß hässliche Jacke. So. Okay, hier kann man nicht mehr viel machen, ne? Zeitschrift haben wir. Besprechungsraum könnte man noch hingehen. Gehen wir mal kurz zu unserem Freund Anderson. Verständnisvoll, pragmatisch. Eine Sache haben wir noch nicht freigeschaltet. Eine Sache fehlt uns. Und die Frage ist natürlich, wo hätten wir die freischalten können? Wäre die ablehnend gewesen oder aggressiv oder feindselig? Da wird gerade besprochen. Unit Control, aha, aha. Car Hijacking, Hostage Taking, Auto Theft. Grand Theft Auto. Okay, na gut. Eine Sache fehlt uns. Ich weiß nicht genau, was uns da fehlt. Am liebsten hätte ich natürlich immer alles freigeschaltet, aber ich glaube, das geht bei diesem Spiel überhaupt gar nicht. Weil man sich ja immer... Also wir haben eigentlich ganz gute Sachen. Pragmatisch. Ich versuche mal konstruktiv. Ich weiß nicht, was ich... Ja, verständnisvoll. Ich mach mal Verständnis. Ich mach verständnisvoll. Konstruktiv ist auch mal gut, aber hey, wir machen wieder RA9. Ich habe den Eindruck, meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Partner, positiv. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Schreibtisch, positiv. Sollen wir ihm verraten, dass wir seinen Schreibtisch durchwühlt haben? Na! Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Gegenüber. Das ist immerhin schon mal nach Henk gesehen. Analysiere Abweicherdaten. Er gibt uns direkt den Schreibtisch gegenüber. Das ist doch schon mal was Gutes. Ich will was Gutes darin sehen. Huch. So, schnell hinsetzen. Hund, Basketball, Musik, Anti-Androiden. Anti-Androiden. Eigentlich ist das Erste, was wir ansprechen sollten. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Es gibt einen. Wir hätten über den Hund reden sollen. Scheiße. Oh, Fowler. Okay. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Ach Gott sei Dank. Er heißt Sumo. Gott sei Dank. Basketball. Fauler Uhrzeit. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt.
Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Alter, scheiße, Mann. Oh Mann, das sind alles Fallen. Oh. Yeah. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Zu offensichtlich. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Okay, also alles, was wir herausgefunden haben, alles, was wir gemacht haben gerade, kommt jetzt auf Null. Zwei runter, zwei hoch. Fowler. Ja. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Okay, Uhrzeit. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Na gut. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Wie bedient man sowas? Zugang. So, Fallakte. Fallbezug, verschwinden. Opfer Gordon Lopez, melden Officer, vermisst. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs im Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Name des Datum des Delikts, Dietschnall, Okay, Fallakte. Verdächtiger. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV-500 angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Corny Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitete. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Aber ganz ehrlich, nach der Erfahrung von Marcus mit dem Sohn, Leo, hieß er Leo? Leo? Ich glaube, Leo hieß er. Nach der Erfahrung... Es ist halt so, auch die Menschen können halt alles behaupten. Und natürlich wird den Menschen eher geglaubt als den Androiden. Ja. So, Angriff. Sarah Cornwell, okay. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden, einem AP-700, angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Alle Akten scannen. Vermisst. Floyd Mills, der Manager des Eden Club, berichtet vom unerklärlichen Verschwinden eines Sexdroiden. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Ob das ein Abweichler ist, das klingt aber anders. Oh, dann geht's noch weiter? Ja, es geht noch weiter. Vernichtet. Opfer Leo Manfred. Versuchter Mord, das ist Marcus. Das ist Marcus. Das steht ja auch. Der berühmte Maler Karl Manfred wurde nach seiner Auseinandersetzung zwischen seinem Androiden und seinem Sohn tot in seinem Haus aufgefunden. Laut Aussage des Letzteren hat sich der Android gewalttätig verhalten. Der Android ist ein Prototyp und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Alter, Opfer Leo Manfred. Ja, der ist voll das Opfer. Oh, Todd Williams, Mord. Wenn hier nicht Mord stehen würde, würde hier wahrscheinlich Entführung stehen. Die Leiche des Opfers wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Er hat um 8.42 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der eine Schussverletzung... Ein Freund? Der hat doch keine Freunde. Der eine Schussverletzung als Todesursache feststellte. Die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android, ein AX-400, wurde nicht am Tatort gefunden und ist der Hauptverdächtige. Warum auch immer. Man weiß es nicht. Kann ja jeder gewesen sein. Tochter zum Beispiel. Oder Selbstmord. Der hat sich erschossen und die Waffe ist dann weggelaufen. Na gut. Wir scannen mal die Akten. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Direkt, aggressiv, professionell, verständnisvoll. Was soll's? Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und... Hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Hm.
entschlossen, Mission aufgeben, bedrohen. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Ich finde nicht, dass ich mich falsch verhalten habe. Ich hätte mich vielleicht gerne anders verhalten, wenn ich gewusst hätte, kenne deinen Partner. Hank hat eine Spur. Hank ist sauer. Achso, der wird so oder so sauer. Guck mal hier, es gibt keine Alternative, der wird einfach sauer. Okay, gut, da bin ich beruhigt. Und berühmter Maler stirbt, lesen, wir haben noch irgendwas übersehen. Carlos Android zerstört sich selbst. Okay, auch dazu gibt es keine Alternative. Android gerettet in das Verhör, mit Carlos Android sprechen, Carlos Android zerstört sich selbst. Auch da sehe ich keine alternative Zeitlinie. Es gibt nun da unten noch irgendwas, was wir nicht entdeckt haben. Mit Gavin sprechen haben wir gemacht. Berühmter Maler stirbt lesen. Ivanov sagt Niet lesen. Hank im Vorders Büro folgen. Mehr über Hank erfahren. Hanks Schreibtisch untersuchen. Also wir haben eigentlich... Hank erscheint. Hank stirbt raus. Wir haben eigentlich alles... Fast alles gemacht. Amanda finden. Nein, da gab's doch was. Ich habe da rumgeguckt. Magischen Stein finden. Den magischen Stein haben wir gefunden. Da gab's noch was im Park. Und ich dachte, naja, bevor ich jetzt die Leute hier so Ewigkeiten warten lasse. Hank neutral, Amanda vertraut, öffentliche Meinung skeptisch. Softwareinstabilität? Fragezeichen. Na gut. Na gut, na gut. Dann, ja. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin sehr beruhigt, dass Hank immer sauer ist, weil ich bin sehr bemüht, ihn zu mögen, weil ich ihn eigentlich, während wir den Fall untersucht haben, wurde der schon so ein bisschen weich, was uns angeht, weil wir haben das schon ganz gut gemacht, natürlich. So, weltweite Statistiken, Hank hat eine Spur, 98%, und da unten Hank ist sauer, Hank hat keine Spur wahrscheinlich, haben nur 2% oder vielleicht hat, weiß ich nicht, vielleicht machen wir da alleine weiter, keine Ahnung, Hank ist tot oder irgendwer stirbt wieder, man weiß es nicht. So, Carlos Android zerstört sich selbst, haben nur 30%. Mit Carlos Android sprechen haben wir aber auch nur 30%. Deswegen wahrscheinlich. Revierkunden 99, mit Gavin sprechen haben wir auch nur 35%. Viele Leute haben den also gar nicht gefunden. Das ist krass. Also ich muss sagen, dafür spielen wir es, glaube ich, relativ umfassend und gut. Da bin ich Gott sei Dank ein bisschen beruhigt. Kann nicht immer klappen, weil viele Sachen echt versteckt sind. Da muss man doppelt gucken oder dreifach gucken. Wie zum Beispiel die eine Sache, die wir im Park noch übersehen haben. Ärgert mich ein bisschen, aber den magischen Stein haben wir auch nur 18% gefunden. Und ich weiß nicht genau, Der magische Stein, ich weiß nicht mal, was das sein soll. Wir haben es nicht aufgeklärt. Okay, gut, dann sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein bei Detroit Become Human. Und ja, wir wissen jetzt, die Epidemie hat in Detroit gestartet, deswegen heißt das Spiel ja auch so, Detroit, es heißt ja nicht Detroit Become Human, sondern Detroit Doppelpunkt Become Human. Und ich glaube, diese Menschlichkeitswerdung hat in Detroit gestartet. Und naja, die Frage ist, will man denn menschlich werden? Ist das dann eine Verbesserung? Das ist halt so eine Sinnfrage, die kann man sich immer stellen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hold on, just a little while longer. Gone. An empty room.
I've seen it all before.